Ihr sucht mich nicht, sagt Jesus zu den Leuten, die ihm hinterherlaufen, die in Erfahrung bringen wollen, ja, wo ist er jetzt, wo hält er sich auf? Sie hatten die Jünger beobachtet, festgestellt, Jesus war nicht mit den Jüngern über den See gekommen. Wo bist du, Jesus? Und dann sagt Jesus zu diesen Leuten, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Moment mal, Jesus. Du sagst uns, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Da kennen wir dich, Jesus, doch ein wenig anders aus den Evangelien, wo du den Leuten gesagt hast, diese Generation ist böse. Sie fordert immer wieder Zeichen. Und es wird ihnen kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Und so wird der Menschensohn nach drei Tagen wieder auferstehen. Jesus, du willst also trotzdem gesucht werden wegen den Zeichen. Was meinst du, Jesus? Wir sind ein wenig verwirrt. Was sollen wir denn jetzt tun? Ein Zeichen zeigt immer auf etwas hin, was kommen wird. Ein Zeichen zeigt nicht auf sich selbst, so wie die Verkehrszeichen ein Stoppschild sagt, Stopp, du wirst deine Vorfahrt verlieren. Es wird gefährlich werden, wenn du einfach da hinüberfährst. Und es gibt alle möglichen Verkehrszeichen, die uns darauf hinweisen, pass auf, jetzt kommt das oder jetzt kommt das. Und wir wissen, diese Zeichen zu deuten, wenn wir dann richtig den Führerschein gemacht haben, gelernt haben, vorausgesetzt und nicht wieder vergessen haben. Sonst kommt es zu Unfällen. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus sagt zu den Pharisäern, die Zeichen dieser Zeit könnt ihr nicht interpretieren. Ihr sagt, da kommt eine Wolke, da kommt das. Dann werdet ihr sagen, es wird Regen werden, das Wetter wird so und so werden. Aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht interpretieren. Was ist das Zeichen, das Jesus gegeben hat? Das Zeichen, das er gegeben hat, war größer als das, was durch Mose geschehen ist in der Wüste, als sie Manna bekommen haben, jeden Tag Brot, ein vergängliches Brot, ein Brot zum Essen, das aber nur für einen Tag gedauert hat. Das war schon ein sehr großes Zeichen. Jetzt hat Jesus aus ein paar Brot und ein paar Fischen hat er eine Menge von 5000 gesättigt. Aber was ist denn das Zeichen? Worauf wollte Jesus hinweisen? Er wollte nicht ein Brotkönig werden, damit die Leute nicht mehr arbeiten brauchen. Er hat ein Zeichen gesetzt, dass Gott ein Brot geben wird, ein Brot, das größer ist als alles Brot dieser Welt. Ein Brot, von dem wir wirklich leben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, hat er dem Teufel entgegengeschleudert. Und Jesus erinnert auch uns daran. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus ist dieses große Zeichen. Im Johannesevangelium ist selten die Rede von Wundern. Man sagt zum Beispiel bei der Hochzeit von Kana, das war sein erstes Zeichen. Ein Zeichen, ein Hinweis auf etwas, was größer sein wird als das, was er in Kana in Galiläa getan hat. Und Jesus spricht von dem Zeichen und sagt, so wie die Schlange in der Wüste erhöht werden wurde, so muss der Menschensohn erhöht werden wie ein Zeichen. Das größte Wunder, das die Menschen damals und auch wir erleben können. Das größte Wunder ist nicht eine körperliche Heilung, nicht die Stillung des Seesturmes, es ist auch nicht die Austreibung von bösen Geistern, das ist alles sehr, sehr wichtig und schön und gut für die Menschen, die es erleben können. Aber das größte Zeichen, das größte Wunder wird sich vollziehen und hat sich vollzogen, als Jesus gesagt hat, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Und als er diese Worte später am Kreuz
mit seinem eigenen Blut unterschrieben hat. Ich nenne euch nicht nur Freunde, ihr seid meine Freunde, ihr seid es. Ich gebe mein Leben für euch. Liebe Brüder und Schwestern, das große Zeichen ist Jesus selbst, der uns zur Nahrung werden möchte. Und dann fragen die Leute, ja, was müssen wir denn tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Und Jesus sagt ganz einfach, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Vielleicht wirst du in diesen Tagen mit diesen Texten in deinem Herzen herumgehen und meditieren, betrachten. Und vielleicht stell dir einfach diese Fragen, die gebe ich dir heute mit auf den Weg. Wie war das damals bei meiner allerersten heiligen Kommunion? Wie war es damals als Kind? Vielleicht war es ein sehr gutes, ein schönes Erleben. Und vielleicht hat es damals noch nicht so viele Geschenke gegeben. Zu meiner Zeit war das sehr, sehr knapp. Und wenn du die Heilige Kommunion, die erste Heilige Kommunion, vielleicht nicht damals so richtig in der Tiefe erlebt hast, damals, gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, ja, da habe ich dich, Jesus, so wirklich in der Tiefe erlebt. Und ich konnte innerlich empfinden, nachvollziehen, was es heißt, dass du da bist. Und wenn du so mit Jesus unterwegs bist, fange an, ihm zu danken. Und im Danken wirst du noch besser erkennen, wie oft Jesus bei dir war, wie oft er Geduld mit dir hatte, wie oft er dich ermutigt hat, wie oft er dich auch vielleicht mit deiner Wahrheit konfrontiert hat, nicht um dich klein zu machen, sondern damit du durch die Wahrheit frei wirst. Ich werde euch jetzt lassen mit diesen paar Gedanken und möge der Herr uns alle sehen, dass in diesen Tagen noch tiefer in Jesus hinein und er auch noch tiefer in uns hinein wachsen kann. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.